Das duftet fast so gut, wie es schmeckt. Ja, da herin im Hofbräu-Festzelt wird gerade der Hopfen hochgezogen. Der Hopfen ist sozusagen ja mit dem Engel Aloysius, der bereits hochgezogen ist, und der München TV Live Wiesensendung einer der Besonderheiten hier im Hofbräu-Festzelt. Ja, die Vorbereitungen zur 185. Wiesen haben sozusagen den Höhepunkt und die Krönung erreicht. Als ich vor 39 Jahren das erste Mal dieses Zelt übernehmen durfte, habe ich mir natürlich auch überlegt, irgendwas musst du verändern. Wir waren ein Zelt wie alle anderen auf der Wiesn auch, mit vielen bunten Fahnen drin. Und so wie halt die Zelte hier auf der Wiesn ausschauen. Das einzige Zelt, das mir auch sehr gut gefallen hat, war eines, das hatte diese Latschen drin. Und ich habe gesagt, ach, das ist was Natürliches und sowas Ähnliches möchte ich auch. Und dann kam diese Idee eben auf den Hopfen. Ich habe gesagt, Bier und Hopfen passt gut zusammen. Der Hopfen im Zelt kommt direkt aus Wolnzach in der Holledau. Rund 1300 Reben werden hier schon bald Hopfengartenstimmung erzeugen. 3 Tage braucht die Familie Holmey, um das grüne Gold hochzuziehen. Eine ganze Woche braucht das Unternehmen Bruch, um die 600 Tonnen der Alpinerbahn mit rund 10 Mann aufzubauen. Weil jedoch der Rettungsweg teilweise versperrt war, musste vergangene Woche der bereits aufgebaute untere Teil wieder abgebaut werden. Ein Mitarbeiter hatte offensichtlich nicht genau zugehört, wo der Rettungsweg verlaufen sollte. Doch bereits eine Woche vor Wiesenstart erhebt sich die Alpinerbahn nun in ganzer Größe. Die Probefahrten sind in vollem Gange. Ich sehe das jetzt einfach mal als heiße Probe, weil wir von hier aus dann auch schnell abbauen müssen, um nach Bremen zu kommen. Die Jungs und der Kranfahrer haben alles gut geschafft. Jetzt machen wir hier schon die ersten Fahrproben, also der nächste Samstag kann kommen. Zurück im Hofbräu-Festzelt. Versteht, auch wenn man in der München TV Wiesensendung das Oktoberfest miterleben kann, an Hopferduft und den Geschmack des Bieres bekommt der Münchner nur vor Ort. Der Geschmack der Dolden, findet sich der in einem Bier wieder? Ja, ich gehe davon aus. Übrigens habe ich einmal mit unserem Braumeister gesprochen und gesagt, was ist das eigentlich, welche Menge ist das? Dann sagt er, der Hopfen, der da herinhängt, dafür könnten wir ungefähr das Bier brauen, das ihr in diesem Zelt während der Wiesn verkauft. Hier im Zelt wird nach dem Hopfenschmuck die Bestuhlung in Szene gesetzt. Wenn hinten die letzten Handwerker rausgehen, kommen am Samstag vorne die ersten Gäste rein. So Margot und Günther Steinberg in freudiger Erwartung. Ja, und ich schnuffelt jetzt noch ein bisschen am grünen Gold, weil wenn die Wiesn noch angegangen ist, dann gibt es ihn bloß noch zum Trinken, weil der Duft längst verflogen ist.